Alone, wie geht's euch? Ich bin der Sembo. Ich bin heute wieder mit einem neuen Drink für euch da. Und zwar heute mache ich euch einen ganz entspannten Boulevardier. Ist eine klassische Abwandlung von einem Negroni. Sprich, wir haben hier einen etwas stärkeren Drink, der aber hintenrum ein bisschen angenehmer zu trinken ist oder sweeter zu trinken ist als ein klassischer Negroni. Wir fangen auch direkt an. Als Hauptzutat und als großer Unterschied zu einem regulären Negroni haben wir in dem Fall ein Rye, was im Endeffekt ein amerikanischer Whisky ist, auf Roggenbasis, in dem Fall mit 95% Rogge. Davon nehmen wir 3 cl, sprich 30 ml. Dann Campari, davon auch 30 ml. Also eine relativ einfache Mixtur, da alle Teile zu gleichen Teilen sind, und zwar 30 ml, sprich 3 cl, Campari. Und dann für die Frucht haben wir in dem Fall den Martini, Rubinho, auch 30 ml. Genau. So. Spirituosen sind alle drin. Jetzt kommt natürlich unser Eis, was wir verwenden. Der Drink wird gerührt. Es gibt ja verschiedene Methoden, Drinks anzurichten. Wir machen die nicht wahllos, nachdem wie es aussieht oder ob es cool ist oder nicht. Sondern in dem Fall geht es darum, wir haben nur klare Spirituosen oder klare Flüssigkeiten, die wir jetzt verarbeiten, und durch das Rühren habe ich eine bessere Kontrolle, wie kalt der Drink ist und wie viel Schmelzwasser entsteht, plus der Drink wird weiterhin klar bleiben, wenn er fertig angerichtet ist. Wie ihr seht, habe ich relativ viel Eis genommen. Das Ganze wird jetzt gerührt. So, dann nehmen wir das Glas, füllen das wieder mit Eis. Es ist immer wichtig, frisches Eis zu nehmen. Natürlich könnt ihr jetzt das Eis nehmen, was hier drinnen ist, hat aber einen großen Nachteil. Und zwar, frisches Eis hat mehr Power. Durch die Bewegungen, die wir hier in dem Glas gemacht haben, ist die ganze Energie, sprich die ganze Kälte, die in dem Eiswürfel gespeichert ist, schon im Endeffekt raus. Wir möchten ja eigentlich, dass der Drink so lange wie möglich kalt ist. Und deswegen nehmen wir Volleiswürfel, die noch unbehandelt sind. So, das Ganze wird jetzt abgeseift. Schöne Farbe zu diesem Rot wird jetzt auch noch abparfümiert mit einer schönen Orangenzeste. Der ganze Geschmack von der Orange ist nicht in dem Fleisch drin, sondern tatsächlich in den Ölen, die sich in der Schale befinden. Und diese ätherischen Öle zesten wir jetzt einmal ab. Ich persönlich zeste lieber seitlich ab, weil die leichten Zitrusöle oben im Glas sind und die schweren Bitterstoffe im Endeffekt hier unten liegen und nicht in dem Glas. Kleiner Lifehack fürs Leben. Zack. Ein bisschen auspressen. Camillo Negroni wird definitiv stolz auf diesen Drink. Einmal der Boulevardier für euch. Bitteschön.